So Leute, willkommen zum neuen Vlog hier auf meinem Kanal. Ich bin der Mangu, da vorne ist der Niklas, der getanken und ich darf mal wieder meinen Reifen voll machen, weil er wieder leer ist. Soll ich gleich helfen? Ich glaube, das ist, weil das Ventil nicht richtig dran steckt. Ja, genau. Ordentlich reinschieben. Genau, und jetzt, ja. Sollte man nicht immer so nah dran stehen. 0,6, Alter. Du willst mich doch komplett verarschen. Das heutige Video, dafür habe ich sogar ein Thema ausgesucht. Ich habe mir heute keine Tasche dabei, wie du siehst. Ja, jo, stimmt. Das heißt, ich habe keine Kamera dabei. Ja. Und wir machen heute Fotos mit dem Handy. Und ich möchte so ein bisschen den Leuten zeigen, dass man halt auch ohne Kamera geile Fotos machen kann. Damit kann man richtig geile Fotos machen eigentlich. Und ich habe es geschafft, meine Presets für Handys zu konvertieren. Dass man das quasi auf dem Handy benutzen kann. Sogar for free, mit Lightroom als Free-Version. Ach, also geil. Ja, mega nice. Und ich würde sagen, wir fahren einfach ein bisschen durch die Gegend und wenn wir eine geile Location finden, dann machen wir ein paar Fotos mit dem Handy, genau, richtig. Okay. Und dann werden wir gucken, was wir so aus dem Handy rausholen können. Ja. Das Coole ist halt, ich kann mit meinem Handy RAW-Fotos machen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ich möchte halt so ein bisschen quasi den Leuten zeigen oder beweisen, dass man halt keine fette Cam braucht, um ein paar geile Fotos zu machen. Nice. Also ich glaube, ich habe da vorne einen Weg reingesehen. Wir können kurz gucken. Dann wird das unsere erste Location für heute. Okay. Schön mit den Bäumen dann, das ist geil. Ja, mal gucken, ob wir da irgendwie die Bikes zwischen bekommen, mal sehen. Vorsicht, hier ist Dreck. Ah ja, richtig Acker. Aber hier ist schon ganz nice, würde ich sagen. Auf der Sonne. Da hinten durch vielleicht? Mal gucken. Ja, deswegen gleich einfach mal gucken. Ja, Junge, die F900 sind nicht so das Terrain dafür. Boah, Digga, ja, nice. Hier ist doch nice. Mal gucken, was wir aus dem Handy rausholen können. Das wird jetzt nämlich eine kleine Herausforderung auf jeden Fall. Ach, weil das Bike steht nämlich im Schatten. So, ich fange mal mit meinem Handy an, Leute. Fette Fotosession mit dem Handy. Let's go. Jetzt seht ihr mein Bike, den Himmel und so weiter. Und ich gehe auch nicht irgendwie in so einen Pro-Modus oder so. Ich gucke nur HDRs an und RAWs an. Und dann suche ich mir einen geilen Angle. Boom. Finde ich ein bisschen zu hell. Ich mache es einfach ein bisschen dunkler. Und boom. Zweites Foto. Andere Perspektive. Ich stelle eben mein Bike um, Leute. Handy ist halt geil, weil es so fucking random. Eigentlich scheißegal. Du kannst alles so... Foto, Foto, Foto. Ja, zeig mal dein Handy. Hier ist ein Pro-Modus. Sollen wir einfach mal hinten durchgucken, was da so abgeht? Ja, können wir machen. Ich steck mal einfach... Gelände! Offroad-Time, Junge! Oh, Leute, ist das komisch. Also ich glaub, Alter, da ist ein Reh. Holy shit, hier zum ersten Mal ein wildes Reh. Lol. Guck mal, oh mein Gott. Lol, das hoppelt das so einfach weg. Wie so richtig asozial. Gutes Licht. Okay, nice. Weiter, nächste Location, würde ich sagen. Easy. Das geht raus am BMW, Junge. Ihr seid einfach richtige Genies. Ihr baut einfach Karren, die selbst im Gelände funktionieren, obwohl viel Straße ausgelegt sind. Mein Gott. Nice. Scheiß Offroad-Lahmarsch, Alter. Ja, wow. Junge, super Team KTM, gut. Bruder, Team KTM. Eigentlich hätte ich auch mal Bock auf so ein Foto, wo das Bike so mitten auf der Straße steht. Oh ja, stimmt. Aber ist halt schwierig, ne? Ja, dann müssen wir eine Straße finden, die halt nicht befahren ist, weißt du? Ja. Und dann machen wir das zu zweit. Wenn die halt wenig befahren ist, ich weiß wo. Lass mal gucken, vielleicht am Höhser Berg die eine Straße. Ja. Dann schiebt einer das Bike kurz in die Mitte, machen das Foto kurz. Und dann schiebt es weg. Genau, richtig. Und dann machen wir geile Smartphone-Fotos. Ja, hier. Boah, Junge, das ist ja mal eine richtige Route 66. Ja, diese Straße meine ich auch. Du müsstest die Karre dahin schieben am Ende von dem Strich. Ja. Und ich mache das Foto dann von hier. Und dann halt schnell abstellen und abhauen. Ja, ja, schon klar. Okay. Junge. Ist das geil. Dieses Bild hier. Klicken auf Hinzufügen. So, dann wurde es importiert. Dann seht ihr hier bei alle Fotos das hier. Boom. Und wenn ihr da draufklickt, seid ihr direkt bei dem Bearbeiten-Fenster. So seht ihr das RAW. So, das erste, was ich mache, wie in dem anderen Lightroom-Tutorial auch, ich gehe hier auf Zuschneiden und gucke, dass ich den perfekten Bildwinkel bekomme. Beziehungsweise für Instagram kann man ja
die Größen hier einstellen. Wenn ihr hier unten links auf Original klickt, könnt ihr hier halt gucken, welche Größe ihr haben wollt. 4 zu 5 wäre halt eben das Instagram-Format. So, ich lasse es original. So, das nächste, was wir machen, ist, wir tun mein Preset drauf. Und das habe ich jetzt schon importiert. Und dann kann man hier unten rechts bei Vorgaben meine Mango-Ichi-Presets auswählen. Und wir gucken einfach mal, welches am besten passt. Glaub mir, gefällt am besten die 2. Das heißt, wir wählen mal die 2 hier aus und bestätigen oben rechts. Boom. So, jetzt haben wir das schon mal. Sieht ja schon ganz nice aus, aber jetzt finde ich, der Himmel ist noch viel zu hell, das Bike ist viel zu dunkel. Deswegen gehen wir jetzt hier auf Licht und tun die Lichter runter. Dann sieht man mehr vom Himmel. Die Tiefen höher, sieht man mehr vom Bike. Das Weiß ein bisschen runter. Nice. Und ich glaube, das bis hierhin kann man auch mit der Free-Version alles machen. Und da seht ihr schon, das sieht schon echt sick aus eigentlich. Ich würde es eventuell noch insgesamt vielleicht einen Ticken dunkler machen. So circa. Ja, geil. Und ihr könnt natürlich hier auch in der Kurve noch ein bisschen was bearbeiten. Die Schwarztöne hier vielleicht noch ein bisschen rausziehen. Aber das ist ja durch mein Preset auch schon alles gemacht. Ja, passt. Finde ich geil. Sieht mega nice auch so. Und das Einzige, was ich jetzt vielleicht noch ändern würde, wäre eventuell hier noch die White Balance. Also hier die Farbtemperatur, weil ich finde es irgendwie ein bisschen rötlich. Ihr seht es auch hier bei der Tönung, das ist ein bisschen rötlich. Und da gehen wir jetzt ein bisschen zurück, damit es ein bisschen grüner wird quasi. Jo, besser. Gefällt mir mega gut so. Das passt. Wenn ihr mal vorher nachher sehen wollt, könnt ihr einfach gedrückt halten auf das Bild. Dann seht ihr vorher nachher. Also schon echt ein krasser Unterschied. Und für alle diejenigen, also wie gesagt, bis hierhin kann man auch in der Free-Version arbeiten. Hier gibt es auch noch einige andere Sachen. Ihr könnt also hier auch nachschärfen und sowas. Aber das ist alles durchs Preset ja schon eingestellt. Das muss ich jetzt nicht mehr machen. Das Einzige, was ich jetzt noch machen würde, damit das Bild noch geiler wird, und das gibt es leider nicht in der Free-Version, wäre hier dieses Selektivwerkzeug ganz unten links. Da klicke ich mal drauf, drücke hier oben links auf Plus, dann den Pinsel auswählen. Und jetzt könnt ihr eben den Fluss einstellen. Das ist, wenn ihr im Prinzip auf das unterste, auf diese, also oben links das Menü, die schwarze, auf diesen untersten Kreis. Wenn ihr da drauf klickt und dann hoch und runter zieht, dann könnt ihr den Fluss beeinflussen. Lol. Tue ich es auf 50. Die weiche Kante stelle ich so ungefähr auf 75% ein. Und die Größe des Pinsels könnt ihr jetzt an dem roten Punkt auf dem Bild sehen. Wenn ihr jetzt hier hoch und runter zieht wieder, dann könnt ihr die Größe verändern. Und jetzt würde ich anfangen mit dem Himmel erstmal. Also ich male jetzt den Himmel mal aus hier. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel, wie ich das jetzt gemacht habe, hier auf dem Bike was angemalt habt, sobald ihr anfangt hier zu malen, ein bisschen zu zeichnen, seht ihr oben links ein anderes Menü. Da seht ihr schon das Löschwerkzeug. Und auch das Löschwerkzeug könnt ihr quasi einstellen, wie ihr wollt. Da mache ich den Fluss ein bisschen höher und die weiche Kante ein bisschen größer. Und die Größe muss ich auch mal abchecken. Alles klar. Und dann zoomen wir mal rein, weil ich habe hier nämlich auch das Bike ein bisschen gezeichnet und dann machen wir das ein bisschen weg jetzt hier. Jetzt könnten wir hier unten wieder das Menü hochziehen und dann würde ich jetzt hier unten links auf Licht gehen und da nochmal die Lichter ein bisschen runterziehen, dann seht ihr schon, nur der Himmel wird jetzt beeinträchtigt. Das ist perfekt. So können wir den Himmel nochmal ein bisschen schöner machen, die Tiefen vielleicht noch rausholen. Genau, dass die Wolken noch ein bisschen dominanter werden und dann seht ihr schon, jetzt so langsam kommen auch so ein paar Lichtstrahlen, das sieht richtig geil aus. Und das Weiß ganz leicht, damit würde ich vorsichtig umgehen. Weil sonst sieht das so ausgegraut aus, schnell. So, perfekt. Dann würde ich eventuell noch hier einmal in die Farbtemperatur gehen und das vielleicht ein bisschen blauer machen. Ein bisschen experimentieren, gucken, wie das aussieht. Ich kann nochmal Vorher-Nachher-Check machen. Also ist ein, würde ich sagen, schon ein sehr brutaler Unterschied. Und was wir jetzt noch machen, ist, wir machen die selektive Bearbeitung am Bike. Ich würde jetzt erstmal anfangen bei den Tiefen. Die ein bisschen rausziehen. Und dann seht ihr schon, dass viel mehr Details auch rauskommen, gerade am Motor und sowas. So. Dann die Lichter vielleicht ganz ein bisschen, nicht viel. Das Weiß ein bisschen. Das sieht auch schon echt mega nice aus. Viel mehr würde ich gar nicht machen. Ich glaube, das reicht schon, ehrlich gesagt. So. Wir können das Ganze noch ein bisschen sättigen, würde ich sagen, damit die Farben noch intensiver werden. Jo, perfekt. Und ich würde sagen, das Bild wäre dann soweit fertig. Und hier seht ihr nochmal Vorher-Nachher.
Mega sick. So, wenn ihr das Ganze dann fertig habt, könnt ihr das exportieren. Beim Teilenzeichen oben rechts, dann könnt ihr da auf Exportieren gehen. Oben rechts aufs Häkchen. Und das Ganze wird exportiert. Und dann seid ihr fertig, dann könnt ihr das Bild hochladen. Ah, hier die Kreise des Todes am Ziehen. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Vlog heute. Ich hoffe, ihr habt alles gecheckt mit dem Smartphone und so. Die Erklärung mache ich ja erst später. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, oder Niklas? Jo! Juhu! Also bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss! Tschüss!